steht. Einmal einen riesigen Applaus bitte für die Kameraden von der Feuerwehr, für den Christian und für den Peter. Dankeschön. Wobei der Maibaum steht, aber so richtig fertig aufgestellt ist er noch nicht. Bei uns in der Wachau gehört noch das Wachauer Trachtenbärchen montiert. Und außerdem gehört noch die Danksagung für den edlen Spender montiert. Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, wir haben nach 2 Jahren wieder einen Maibaum und das war eine kleine Herausforderung, weil der Borkenkäfer hätte uns fast einen Strich durch die Rechnung gebracht. Der hat im Gemeindewald und den Wald von Herrn Bürgermeister stark zugesetzt. Jetzt haben wir einen anderen Spender finden müssen und dankenswerterweise die Familie Dürau aus Mauternbach hat uns den wunderbaren Baum zur Verfügung gestellt, ohne Wipfel. Wie hoch? Schätzung, Tiefe? 1 Seil Bier steht uns nicht rot. Nein, zu viel. Ohne Wipfel. Mit Wipfel 26. Echt gern! Ja, ja! So. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Quang, der Obmann vom Verschönerungsverein in Mautern. Das Ganze da heute wird auch vom Verschönerungsverein Mautern veranstaltet. Wie ich auch schon gesagt habe in der Früh, freut es mich wirklich, dass wir sie alle wieder bei der Veranstaltung sehen können, dass wir alle wieder rausgehen können, dass wir keinen Vorhang mehr vor dem Gesicht haben, wenn wir sie treffen. Und ich denke, das ist auch den Herrn Bürgermeister ein paar Worte wert, den möchte ich auch jetzt begrüßen. Servus Heinz, danke, dass du wieder da bist, wie jedes Jahr. Danke. Dankeschön. Ich sage auch einen schönen guten Morgen oder schönen Vormittag. Ich möchte mich bedanken natürlich beim Verschönerungsverein, der das braucht und nicht sterben lässt. Und auch, wenn weit und breit kein Baum mehr aufzutreiben ist, ein Stückchen weiter fort, dass wir einen Baum finden. Irgendwann werden es ein paar Höhenmeter noch hergehen müssen, dass wir anfinden. Nein, Karl, einmal danke, dass ihr euch die Arbeit anteilt und uns das Brauchtum pflegt. Es gibt ja viele Geschichten, die was sie um den Maibaum ranken, für was eigentlich wirklich steht. Ob es für Fruchtbarkeit steht, für ein gutes Jahr, oder für Gesundheit, oder ich weiß nicht was. Ich will vorschlagen, der heurige Maibaum soll eigentlich im Zeichen stehen, dass ein gesellschaftliches Leben wieder möglich ist. Und ich glaube, wir können alle jetzt ein paar Monate zumindest durchatmen, wieder wie in der Vergangenheit unsere gewohnten Feste und Veranstaltungen durchführen und besuchen. Und ich glaube, für das, was wir heuer im Maibaum würden. Sehr gut, bravo. Danke auch natürlich der Feuerwehr, die dort tatkräftig mitgeholfen hat. Mit dem technischen Gerät haben wir ja gesehen, geht das wunderbar. Weil ich weiß, es ist ein Ansinnen vom Karl, das Handy schon mal zu machen. Vielleicht werden die Baum eh kleiner und in ein paar Jahren packen wir es dann mit der Hand wieder. Gut, in diesem Sinne alles Gute. Ja, danke. Ja, vielleicht ergibt es sich, dass man in ein paar Jahren wieder händisch aufstellen. Jeder Mautner Verein mit 4 Mitgliedern, Boxer und Schwabler und ruckzuck steht er schon in der Hände.